Bei ihrem Treffen in Moskau haben die Außenminister Russlands, Syriens und des Iran den US-Angriff auf einen syrischen Militärstützpunkt als einseitigen Akt der Aggression und Bruch des Völkerrechts verurteilt. Sie forderten Washington auf, von weiteren Angriffen Abstand zu nehmen und die Souveränität Syriens zu achten. Добрый день, уважаемые коллеги. По-моему, очевидно для всех. Meines Erachtens ist für alle offenkundig, dass der Bruch des Völkerrechts inakzeptabel ist und dass derartige Akte der Aggression eindeutig darauf abzielen, den Friedensprozess zu untergraben, für den der Weltsicherheitsrat einstimmig gestimmt hat. Die drei sprachen sich für die Bildung einer unabhängigen internationalen Kommission aus, die den mutmaßlichen Giftgasangriff in Khan Cheikhoun untersuchen soll. Die Frage ist, warum fürchten die Vereinigten Staaten die Schaffung einer Untersuchungskommission? Warum begingen sie die Aggression schon vor der Schaffung einer solchen Kommission? Haben sie vor, das Gesetz des Dschungels in die internationalen Beziehungen einzuführen? Die USA werfen der syrischen Regierung vor, am 4. April in Khan Cheikhoun chemische Waffen eingesetzt zu haben. Daraufhin griffen sie mit Marschflugkörpern einen syrischen Luftwaffenstützpunkt an.